Wie schnell es gehen kann, dass unser Leben nicht mehr dasselbe ist und dass wir auf dem ganzen Erdball alle gleich betroffen sind von dem Virus, auch im Advent. Erinnern Sie sich? Im April hatten wir eine Umfrage gestellt in unserer Gemeinde und Felix, Helmut, Detlef und ich haben sie jetzt ausgewertet. 250 Antworten haben wir gesammelt und es waren viele lesenswerte Beiträge dabei. Eine Teilnehmerin schrieb: Mir wurde bewusst, wie vernetzt und abhängig die globale Gemeinschaft ist. Außerdem, dass wir als Menschheit immer noch verwundbar sind und einige Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen, wie anfällig manche Menschen gegenüber Verschwörungstheorien sind. Die Themen Globalisierung, Hilflosigkeit, Zeit und Zeitdruck, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, Kapitalismus und Konsum und Ökologie wurden in den vielen lesenswerten Beiträgen angesprochen. Weniger ist mehr, haben viele geschrieben und haben dadurch deutlich gemacht, auch ich bin bereit zu verzichten. Ich kann etwas dazu beitragen, dass unsere Umwelt geschont wird. Beides hing zusammen in der Umfrage, der Eigenbeitrag und die gesellschaftlichen Forderungen. Ein wichtiger Fokus war, dass die Wirtschaft sich an den Menschen orientieren muss. Ein Teilnehmer schrieb: Ich fordere einen Fokus auf das Leben im Hier und Jetzt statt auf materielles Wachstum. Das rettet niemanden. Es geht also um menschliches Wirtschaften. Die gerechte Bezahlung von Pflegeberufen und Erzieherinnen wird gefordert. Und eine Teilnehmerin schreibt: Wir müssen klimakompatibel leben. Die Globalisierung wird eher kritisch gesehen. Warum müssen die Masken in China produziert werden? Haben wir hier in Deutschland nicht Möglichkeiten dazu? Die Wirtschaft muss eben klaren Regeln unterliegen, schreibt ein Teilnehmer. Und weiter: Der Klima- und Umweltschutz muss in allen Konjunkturprogrammen berücksichtigt werden. Jeder Bürger muss bei sich anfangen, auch kleine Dinge zu ändern. Wie gesagt, die Auswertung liegt in wenigen Wochen bereit. Sie ist lesenswert. Ich bin schon gespannt, wie Sie es finden.